Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles. Ja, wir befinden uns hier mit Ryan und Charla und ja, ich muss gleich was beichten und zwar ist das keine Live-Aufnahme und zwar ist das eine nachkommentierte Aufnahme, weil irgendwie ist meine Tonaufnahme kaputt gegangen und da habe ich mir gedacht, komm, bevor du den Part wegwirfst, weil doch ein bisschen was Interessantes passiert ist, wollte ich nachvertonen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Ich hoffe einfach nicht. Ich habe irgendwann Ryan angezogen, weil ich doch geglaubt habe, dass eine Cutscene bald kommt, weil wir jetzt ja mit den beiden ja wahrscheinlich Shark und Fiora suchen werden. Ich weiß wahrscheinlich schon, was passiert, weil ich ja schon eine Aufnahme wieder weiter bin. Das heißt, es ist ein bisschen doof jetzt, aber ich kann mal so ein bisschen deuten, was ich so sagen wollte. Wir waren immer noch auf gefallenen Armen, weil ich nicht wusste, wie das Gebiet hieß. For the win. Und ja, ich habe ein bisschen was zu den Kommentaren lesen. Also der Part ist jetzt der Part. Also ich habe heute den Part davor hier hochgeladen. Das heißt, ich kann gut auf eure Kommentare eingehen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass ich das jetzt ein bisschen damit verbunden habe. Ich habe zwar schon die nächsten Parts gedreht. Ich hoffe, da funktioniert die Tonaufnahme. Die habe ich auch schon gerendert und alles. Deswegen, ich wollte heute rendern. Bisschen lernen nebenbei. Und ja, hast eine Stunde probiert, dann die Datei wieder zu finden. Auch wenn das nur zwei Aufnahmen jetzt sind. Das ist dann nicht mega viel, aber ich wollte es trotzdem irgendwie hinkriegen. Aber ist ja jetzt auch egal, dann machen wir es jetzt so, wie es ist. Und ja, Ryan und Charla klettern hier auf dem gefallenen Arm des Mekons herum, wollte ich gerade sagen. Und suchen Shark und Fiora. Obwohl, sie wissen doch gar nicht, dass Fiora da ist. Die denken ja immer noch, sie wäre ein Mekon. Aber mein Freund, es kommt erstmal eine Cutscene. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo, Cutscene. What's that sound? Someone's in a fight. Up ahead. Shulk! Ryan! I got your back. We'll turn them into scrap. Right! Ja, da haben wir gleich Shulk gefunden. Sehr schön. Und wir sehen schon, wir spielen jetzt als Ryan. Ja, mal wieder was ganz Neues. Habe ich ja länger nicht Zeit, nicht mehr mitgespielt. Und ich fand ein Kommentar richtig geil im letzten Part. Und zwar war das, ich habe ja im letzten Part so gefragt, welche Gruppe können man denn so am besten nehmen für Damage und alles. Und da habt ihr mir so ein paar Tipps gegeben. Da kam auch zum Beispiel die Kombination mit Fiora, Dunban und Shark. Die fand ich auch ziemlich geil. Werde ich bestimmt auch mal benutzen. In den nächsten kommenden Parts habe ich sie noch nicht benutzt. Von daher weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also wisst ihr zum Beispiel da noch nicht, dass ich jetzt benutzt werde oder nicht. Aber ihr seht schon hier, dass die Mekons sehr leicht kaputt gehen mit dem Minado und mit ohne Probleme hier mit Shark, Ryan und Dumb wollte ich gerade sagen, und Shark, Ryan und Charla. Deswegen, das geht eigentlich ganz schnell hier kaputt. Und jetzt kommt auch schon wieder die nächste Cutscene. Ja, es ist ein bisschen geschneit heute für mich. Good to see you. I knew you'd make it, Shulk. Thanks to you. Ryan! Ryan, it's you! Fiora, she remembers us. Yeah, she's been through a lot. I can see. Wow. If only we could find Dunban. Yeah, he'll be blubbering at the sight of us. I don't think he'd ever cry in front of you two. So he does cry? When no one's watching. Yep. He's always been like that. He's a big softy, but he hates anyone seeing it. I never knew. Nope, I don't believe it. Take it easy. I'm okay. I want to see my brother. Let's go, Shulk. If you can't walk, I'll carry you. I'm much heavier now. I've been pumping my guns. Ja, genau. I can see. Ryan, you really looked after Shulk for me. I wanted to, but it feels more like he's the one who's been protecting me. That's not true. It's okay. I know it, you know it. I'm not here to protect you anymore. But you are here for something. Yeah. What I did just now. It don't matter how strong you get, you ain't got eyes in the back of your head. So I've got your back. Ryan, you...
Ryan, you're like a whole new person. What do you mean by that? I mean, it's good you've become so dependable. Was I that undependable before? Take it as a compliment. Ha! You haven't changed a bit. What would we do without you? Right, let's go. You want to see my brother cry, don't you? Yeah, wouldn't miss it. Ja, Leute, da sind wir auch schon wieder. Die Cutscene ist vorbei. Ich muss zu dem Teil des Spiels erstmal sagen, dass ich es ziemlich schade fand. Ich hätte jetzt echt nochmal so einen schönen Teil gehabt, sage ich jetzt mal. Wo Sharla und Ryan, also das habe ich auch im Part gesagt, wo Sharla und Ryan jetzt erstmal ein ganzes Stück, so ungefähr so 10, 15 Minuten lang, also jetzt nicht nur diese 3 Minuten, die anderen so suchen und sich selber durchschlagen, sodass man mal mit allen Charakteren so ein bisschen selber agieren muss. Es ist zwar sehr schade, sage ich mal, dann, wenn Gegner kommen und wenn man keine fertige Rüstung hat, aber allgemein fände ich die Idee ziemlich geil. Nicht wundern jetzt, by the way, ich habe jetzt nochmal einen neuen Speicher geladen, weil ich habe ein bisschen, wie gesagt, da vorausgespielt, ein bisschen gelevelt, dann habe ich den anderen Speicher jetzt mal geladen, weil ich die Cutscenes da schon gesehen habe. Und das habe ich im Fiora mal ein bisschen schon mal gelevelt, bis mir den Attacken mich auseinandergesetzt, Talentbaum, Verknüpfungen gesetzt und alles mögliche. Deswegen, das habe ich alles mal gemacht, ein paar neue Sachen habe ich bekommen, ich habe ein paar Sachen geschmiedet auch. Deswegen, das ist ungefähr eine Stunde später als den jetzigen Punkt, wo wir gerade waren. Auf jeden Fall, um nochmal auf den anderen Punkt zurückzukommen. Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn man mal die anderen Charaktere so allgemein ein bisschen mehr kennenlernt. Das werden wir im Laufe des Spiels auf jeden Fall noch mehr, ich weiß. Aber allgemein, dass man jeden Charakter auch mal so aus Pflicht spielen muss. Ist zwar ein bisschen doof, wie gesagt, mit diesem Pflicht, aber ich würde es eigentlich so als guten Aspekt mal im Spiel kennenlernen, auch mal von der Gruppe getrennt zu sein, eine ganze Weile. Wie das mit Shark und Fiora vorhin war, das waren zwei Parts, drei Parts, wo wir mit denen alleine waren. Das hat mir, oh, schöner Kristall haben wir da bekommen. Deswegen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sag ich mal, nur mit den beiden mal zu spielen. Einfach mal, ich sag mal, die Charaktere so zu spielen, wie man sie sonst nicht spielt. Mit anderen Kombinationen, mit anderen Auswirkungen. Deswegen, das fand ich viel besser und deswegen, das hätte ich mir einfach gewünscht, jetzt auch nochmal bei, ich weiß, dass es bei Dunban und Ricky O'Malley ja genauso wird, wie jetzt bei den anderen beiden. Ja, das wäre mir ein bisschen zu kurz. Das hätten sie ruhig ein bisschen länger machen können. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mal schreiben, was haltet ihr davon? Hätten sie das länger machen sollen oder war es genau richtig, weil, weiß ich nicht, weil man eh die anderen Charaktere spielt? Ich weiß es ja nicht, aber es war jetzt einfach nur so mal dahergeredet von mir. Wir haben eine Vision bekommen. Und ich habe von euren Kommentaren, die ich heute bekommen habe, also jetzt heute bekommen, also ich werde sie nicht im übernächsten Part umsetzen können, aber ich habe sie heute ja bekommen. Und da habt ihr mir gesagt, dass die gute Fiora ein richtig guter Tank ist. Das ist mir auch schon aufgefallen durch die guten physischen Abwehrwerte und beziehungsweise durch die hohen KP. Sehen wir jetzt schon, die hat mit KP mehr als Sharla und mehr als Shark. Und Shark hat bei mir jetzt schon ein paar KP-Teile drin, ich glaube 4er und 3er hat er drin, ne? Und ich habe mal allgemein nochmal so ein bisschen was ausgearbeitet. Also ich habe wieder nach den jetzigen Aufnahmen, die danach kommen. Also es kommen jetzt zwei Parts, die ich, also den Part, den nächsten Part, den ich nachkommentiere. Dann noch drei Parts, die normal sind. Und danach kommt ein Part, den ich noch nicht gedreht habe. Aber ich habe bis dahin schon mal ein bisschen gelevelt wieder. Und habe versucht, mal ein bisschen was zu schmieden und alles. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen was ausprobiert. Und habe doch gemerkt, Fiora ist ein guter Tank. Kann er richtig gut austeilen. Ich sag mal, ist Dunban bloß die verbesserte Form von Dunban. Hat nicht zwar bessere Skills, weil sie jetzt nicht unbedingt das Schwanken und sowas drauf hat. Aber allgemein gefällt sie mir doch mehr. Hier sehen wir auch schon, wir haben Kollektion auch fast voll. Im gefallenen Arm. Ich krieg sie sogar noch voll hier. Das finde ich auch sehr geil, dass wir die Kollektion immer schon voll kriegen, fast in jedem Gebiet. Wir bekommen dadurch auch immer eine schöne Waffe. Das ist auch so ein Aspekt, den ich sehr bevorzuge, diesem Spiel. Dass man auch für die ganzen gesammelten Items und sowas, nicht als Quest, sondern generell einfach, dass es mit so drin ist. Wenn das jetzt eine Quest wäre, wäre natürlich doof, wenn man es immer holen muss, aber dass man es immer so dabei, also als Kollektion finde ich ziemlich geil. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Aber das gefällt mir auch sehr. Und allgemein finde ich das Biom, sage ich jetzt mal, Handgelenk, finde ich sehr geil. Also mir gefällt dieses Gebiet am meisten ab jetzt, weil es einfach ruhig und idyllisch ist. Und aber was dort hinten ist, das werden wir auch in den übernächsten Parts, glaube ich, erst klären. Deswegen, das wird halt ziemlich geil noch und ich weiß gar nicht, wie weit haben wir denn schon? Ich glaube, ich wollte irgendwo einen Cut machen, weil die Parts waren nicht sehr lange, die ich hier gedreht habe. Das waren beides, glaube ich, 15, 20 Minuten Parts. Deswegen muss ich aufpassen, wo ich cutten soll oder nicht, aber ist ja auch relativ egal. Denn ihr kriegt eh die Infos und fertig. Deswegen, Fiora, ein besserer Tank und Dunban kann ein bisschen mehr austeilen wahrscheinlich, auch mit dieser Laserdrohne. Die macht 9000 Schaden und ihr habt irgendwie in den Kommentaren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich habe irgendwie gepostet,
dass die Drohnen, beziehungsweise dass die Spezialattacke sich verändert, je nachdem, was Fiora ausgerüstet hat. Finde ich sehr geil. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das habe ich noch nicht. Das habe ich heute erst durch eure Kommentare rausgelesen. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig geil in diesem Community-LP. Das. Ah, erstmal kommt eine Katze, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. What is it? I can hear something. What? I can't hear anything. Maybe our sense of hearing isn't strong enough. Low sound. More than one. Watch out! Something's here! Stop for Ricky. Oh, Ricky very hungry and Ricky sleepy. If Ricky not rest now, Ricky not keep going. Well, we can't have that, can we? We'll rest here before going any further. Melia, do you need to rest? I am fine. Good. Break time. What's this? Hereupon Ricky have big fight with fish. Ricky win. Grilled fish taste yum yum. Ah, dun dun eat too. I thought you said you couldn't move if you didn't rest. Oh, Ricky very tired. But Ricky very hungry too. How considerate of you. Ricky not understand dun dun. Don't try to hide it. You realized Melia was lagging behind. She would never admit how tired she was. That's the real reason you ask. Now that's good fish. Even in this strange place, at least the fish tastes like it should. Ricky glad dun dun like yum yum fish. Yeah. Thank you. Millie is tired, but Ricky tired too. And Dun Dun not look happy. What's this? Am I that transparent? Ricky want to hear Dun Dun's story. Ricky listen carefully, for Ricky is the Hereupon. I'm not sure what that's got to do with it. Well, seeing as you're here, I'll tell you. Yeah! Ricky, listen. I have a sister. Her name is Fiora. Ricky, no. She wears silver armor. Shulk look everywhere for her. Indeed. Shulk and Fiora, everyone knows they like each other. But they're just not ready, I suppose. They're the perfect match, but if they don't hurry up and tell each other... Even Ricky know that. I suppose everyone does. But now Fiora has become... something else. She forget Shulk. She forget Dun Dun too. She did. But Shulk won't give up that easily. Knowing that he's out there looking for her fills me with hope. I just wish I was there with him. Dun Dun take care of them. Dun Dun watch over Shulk. Dun Dun watch over Fiora. That is all a Daddy Pon can do. Ricky make mistake. Dun Dun not Daddy Pon. Well, I am her older brother. But just like Daddy Pon, watching over family. Same watch over. Dun Dun do what he must. Huh. Who would have thought it? I never imagined I'd be getting such advice from you. Ricky have big family of Little Pon. Ricky raise and say goodbye to many Little Pon. Ricky know some things. You can say that again. I had you all wrong. Ha 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 ha!
It doesn't look like the others are here. Unfortunate. I hope everyone's safe. Everyone safe! Everyone strong! Ricky is right. It is simply a matter of when we will happen across them. Everyone landed in the same area. They have to be around here somewhere. Friends, look here! Ricky found it yesterday when Ricky goes scouting. Ja, das hat man gesehen. Beziehungsweise das sollte man sehen, dieses große Tor. Tor. I wonder where this point leads. Go, go! Ricky has feeling Shulk and friends are on other side. Feeling? Well, I'm willing to give your Nopon instinct a try. As am I. The pipe it is. Ja, Leute, wir hatten eine wunderbare Cutscene von beider Seiten aus. Erstmal haben wir gemerkt, dass Ricky doch, ich sag mal, nicht so verspielt ist, wie alle denken. Er weiß doch schon, was er tut. Er weiß auch, was in den anderen vorgeht, weil er eben der Älteste ist. Er hat schon viel durchgemacht und das hat man in dieser Cutscene auch gerade gesehen. Das hat mir sehr gefallen. Und auch gerade die Melodie, die da gespielt hat. Das war, keine Ahnung, sie war einfach wunderbar. Sie hat mir sehr gefallen. Deswegen, also es war, hat alles gepasst. Doch die Frage, die ich mich hier am Ende des Parts auch gestellt habe, was waren das für komische, merkwürdige, ja, spring nochmal, Dunban, merkwürdige Gestalten da, die bei Fiora und Shaik aufgetaucht sind? Ich habe da gerätselt. Ich habe gedacht, es wären Cyborgs. Ähnlich wie Fiora. Aber meine Freunde, ich will hier den Part beenden. Wir sehen uns im nächsten Part Xenoblade Chronicles. Haut rein und ciao.